8. August 1944, Berlin-Plötzensee, Todeszelle. Es sind die letzten Stunden von Robert Bernardis. Ich muss mich von dir verabschieden, Hermine. Wir sehen uns auf dieser Erde nicht mehr. Du kannst mir glauben, dass ich dachte, nur Gutes zu tun. Ich habe nie im Traum daran gedacht, aus irgendwelchen ehrgeizigen oder leichtsinnigen Motiven zu handeln. Am späten Nachmittag dieses Tages wird Bernardis zur Hinrichtung geführt. Zum Tode verurteilt, weil er den Zweiten Weltkrieg beenden und Hitler beseitigen wollte. Robert Bernardis war als einziger Österreicher am 20. Juli 1944 in Berlin an den gescheiterten Umsturzplänen beteiligt. Im Bauernhaus hat die Oma die Uniform gehabt, wo er damals Hauptmann war noch. Die ist aufgehoben worden und da haben wir die Uniform gefunden. Und da haben wir dann nachgefragt, Oma, was ist denn da eigentlich mit der Uniform? Von wem ist die? Ja, die war vom Opa. Und da hat es uns ein bisschen erzählt, da sind wir dann draufgekommen. Weil vorher wurde alles totgeschwiegen. Also das ist ein Tabuthema. Es ist nicht drüber gesprochen worden. Und da sind wir dann draufgekommen, eben, aha, wir haben einen Opa, der Opa war berühmt. Er hat was getan. Robert Bernardis, eine Auslöschung. Nichts sollte an ihn erinnern, so wollte es Hitler. Die Vernichtung von Erinnerung, über Jahrzehnte dann fortgesetzt in der Zweiten Republik. Anton Gross und Ingeborg Heidelberger lernten ihren Großvater nie kennen. Jahrzehntelang begleitete die Familie Ausgrenzung und Stigmatisierung. Auf den Namen hat man so reagiert, dass meine Mutter und mein Onkel zu spüren bekamen, dass sie Kinder eines Verräters sind. Robert Bernardis wird in Innsbruck am 7. August 1908 als Sohn eines Militärbaumeisters geboren. Bald übersiedelt die Familie nach Linz. Dort besucht er auch die Schule in Zeiten der großen staatspolitischen Wende. 1918, von der Monarchie in die Erste Republik. Bernardis wächst in der zunehmend radikalisierten politischen Marschgesellschaft auf. Finanz- und Wirtschaftskrise machen Arbeitsplätze rar. Der gelernte Bautechniker findet keinen Job und arbeitet vorerst als Maurer. Zukunftsängste fördern die Entscheidung, 1928 ins Bundesheer einzutreten. In der Heeresschule Enns wird er bis 1932 zum Pionierleutnant ausgebildet. Bernardis gehört nun einem unterdotierten und personell beschränkten Truppenkörper an. Soldaten auf Fahrrädern. Die Friedensverträge von Saint-Germain gestatten lediglich ein auf 30.000 Mann begrenztes Berufsheer. Die faschistischen Heimwehren hingegen haben mit rund 100.000 Mann mehr als dreimal so viele Mitglieder wie das Bundesheer. Linz wird für Bernardis zum beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt. 1933 heiratet er Hermine Feichtinger, die Tochter eines Linzer Bauunternehmers. In Linz beginnt auch am 12. Februar 1934 der Bürgerkrieg. Der Republikanische Schutzbund und die Sozialdemokraten erheben sich gegen die Repressionspolitik der Regierung Dollfuß. Bernardis ist als Pionierzugsführer bei der Niederschlagung des Aufstandes dabei. Seine 30 Mann starke Truppe gerät unter Beschuss aus der Diesterwegschule. Die Einheit erwidert das Feuer. Es gibt Verwundete auf beiden Seiten. Die Diesterwegschule ist einer der am heftigsten umkämpften Orte. Insgesamt fordern die Kämpfe in Linz 37 Tote. Am 25. Juli 1934 putschen die Nationalsozialisten und ermorden Kanzler Engelbert Dollfuß. Bei der Niederschlagung der braunen Aufstände in Wien und in den Bundesländern kommt Bernardis nicht zum Einsatz.
Ehrenbezeugung des Heeres für den ermordeten Kanzler. Doch die Armee ist nicht frei von Nazi-Sympathisanten. Die in Wien putschende SS-Standarte bestand überwiegend aus ehemaligen Bundesheerangehörigen. Ab Oktober 1936 besucht Bernardis in Wien einen Generalstabskurs. Ich schlage vor, hier werden Taktik, Strategie und operative Führung gelehrt. Auch sein Offizierskamerad Karl Pridum nimmt daran teil. Wovon müssen wir im Fall eines Angriffes der deutschen Wehrmacht ausgehen? Bernardis. Ich nehme an, dass der Feind versuchen wird, mit Marsch- und Panzertruppen über das Donautal nach Wien vorzudringen. Und wo, meinen Sie, können wir sie am besten aufhalten? Am ehesten an der Traunlinie. Ich würde hier 4 Infanteriedivisionen aufstellen und als Rückhaltstellung 2 weitere an der Enns. Weitere operative Begleitung, Pridum? Mindestens 3 Pionierbataillone, die Brücken, die Eisenbahnlinien, Straßen sprengen, Herr Oberst. Ausgezeichnet, meine Herren. Aber jetzt frage ich dich, was können wir mit unseren gerade mal 30.000 Mann schon gegen die Deutschen ausrichten? Wir haben ja nicht einmal Grenzbefestigungen. Der Hitler muss glauben, wir lassen alle Türen für ihn offen. Du, wer weiß, wofür es gut ist. Was meinst du damit? Schau dir mal die Wehrmacht an. Die haben mit 100.000 Soldaten angefangen, jetzt ist er Millionen her. Der Hitler hat die Engländer und die Franzosen nicht gefragt, ob er aufrüsten darf, der hat's gemacht. Wir wären viel besser aufgehoben bei der Wehrmacht. Tja, wir haben unseren Eid immer noch auf Österreich geschworen. Die Unzufriedenheit mit mangelnder Bewaffnung und Ausrüstung fördert im Bundesheer die Nazi-Sympathien. Das Sammelbecken heißt Nationalsozialistischer Soldatenring. Der Nationalsozialistische Soldatenring hatte die Aufgabe, Soldaten und Offiziere des österreichischen Bundesheeres nationalsozialistisch zu beeinflussen, mit dem Ziel natürlich die Regierung zu stürzen und den Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland vorzubereiten. Er war dadurch besonders gefährlich, dass der Chef dieser Organisation, Oberst Maximilian De Angelis, die höheren Offizierskurse des Bundesheeres leitete und dadurch die Möglichkeit hatte, jüngere Offiziere, die Karriere machen wollten, zu beeinflussen. Und unter diesen befand sich auch der damals noch jüngere Robert Bernardis. Am 12. März 1938 marschiert jene Wehrmacht ein, deren Stärke Bernardis so bewundert. Ihr Oberbefehlshaber wird an diesem Tag in Linz begeistert empfangen. Auch Bernardis befürwortet den Anschluss. Wir waren auch begeistert. Man hat ja nicht gewusst, was da daherkommt. Und wir haben einen schönen Gehalt gekriegt. Nicht? In Österreich war es ja sehr, weil man nicht von daheim was gehabt hätte. Man hätte kaum leben können. Nun wird das Heer in die Wehrmacht eingegliedert und der Soldateneid nicht mehr auf das Land, sondern auf Hitler geschworen. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler. Hitler verkörpert den Nationalsozialismus und damit wird die Wehrmacht zur Kampftruppe einer Ideologie. Schon im Herbst 1938 setzt sie sich wieder in Bewegung, um die 1918 festgelegten Grenzen zu beseitigen. Erst wird das Sudetenland erobert, dann die Tschechoslowakei. Doch Grenzrevisionen sind Hitler nicht genug. Er will einen Revanchekrieg im Westen und einen Expansions- und Vernichtungskrieg im Osten. Am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Beim Polenfeldzug ist Bernardis dabei. Die Oma hat uns da über den Polenfeldzug eigentlich nichts erzählt, nur die eine Episode, dass sie ein Paket bekommen hat aus Polen. Und sie hat sich gefreut und hat sich gedacht, wunderbar, jetzt schickt mir mein Mann einen Pelzmantel. Sie macht das Paket auf und es war drinnen eine Ikone. Und der Pelzmantel wäre 100-mal verloren gegangen. Die Ikone ist noch heute im Besitz der Familie. Über die Herkunft dieser Ikone
ist nichts bekannt. Den Überfall auf Frankreich versteht Hitler als Vergeltung für die Niederlage im Ersten Weltkrieg. Bernardis ist als Angehöriger einer Infanteriedivision mit dabei. Hier entsteht auch das einzige Foto seiner Kriegsjahre. Es zeigt ihn mit Offizieren auf einer Brücke über die Loire. Seine Frau Hermine und Tochter Lore sieht Bernardis nur selten. Frankreich kapituliert nach 42 Tagen. Am Wiener Heldenplatz wird erbeutetes Kriegsgerät ausgestellt. Am 22. Juni 1941 beginnt der Russlandfeldzug. Dieser Vormarsch wird zum Rassenkrieg, zur versuchten Auslöschung einer Ideologie. Ein Feldzug gegen den sogenannten jüdischen Bolschewismus. Bernardis ist nun zum ersten Mal als Generalstabsoffizier eingesetzt. Er lässt zu Beginn des Feldzuges keinen Zweifel an den Zielen dieses Krieges und seiner Regimetreue. Die bisherigen Erfolge im Kampf gegen Russland lassen den Schluss zu, dass dieser Gegner in absehbarer Zeit niedergerungen sein wird. Der Gegner Deutschlands in diesem Kampf ist das Judentum. Das Judentum kämpft heute um die Beibehaltung seiner Stellung in der Welt. Kurz nachdem er diesen antisemitischen Lagebericht verfasst hat, erreicht seine Einheit Schitomir in der Ukraine. Eine für die Wehrmacht strategisch bedeutende Stadt. Nach ihrer Einnahme wird sie zum Verkehrsknotenpunkt für den deutschen Nachschub. Dort, wo heute eine Kaserne der ukrainischen Armee steht, werden 1941 sowjetische Soldaten gefangen gehalten. Solche Lager dienen der Selektion ganz im Sinne von Hitlers Kommissarbefehl. Politische Kommissare sind umgehend zu exekutieren. Das legitimiert die Wehrmacht, vor allem aber die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und die SS zum systematischen Morden in den eroberten Gebieten. Was wusste Bernardis als Generalstabsoffizier von den Verbrechen? Der Generalstabsoffizier 1C war informiert über das Wüten der Einsatzgruppen, also diese kombinierten Verbände, die aus Polizei, Sicherheitsdienst, Gestapo und auch Wehrmacht bestanden und die nur ein einziges Ziel hatten, möglichst viele Menschen, Juden, Sinti und Roma, damals sagte man Zigeuner, Partisanen und verdächtige Zivilbevölkerung zu beseitigen. Hier im ehemaligen Kriegsgefangenenlager werden Mitte Juli 1941 187 sowjetische Gefangene erschossen. Peter Mühls verstorbener Vater befand sich damals ebenfalls in Schitomir. Mein Vater war bei Bernardis zugeteilt als Kraftfahrer. Er war sogenannter Generalstabsfahrer und hat ihn in der Ukraine zu einem Lager geführt. Schitomir war das, wo der Bernardis in das Lager gegangen ist und hat zu ihm gesagt, Otto, du bleibst da. Und nach circa einer Viertelstunde ist der Bernardis zurückgekommen aus dem Lager, war kreidebleich, hat sich reingesetzt, hat ins Auto und hat aber kein Wort mit ihm gesprochen. Mein Vater hat daraus geschlossen, wie sie Leichen aus diesem Lager auf Leiterwagen rausgeführt haben, dass da irgendwas im Gange ist mit Erschießungen und dergleichen. Dieses Denkmal in Schitomir erinnert an Kriegsverbrechen, Demütigung, Quälerei und Vernichtung. An vielen Gefangenen werden Schusstests mit Explosivmunition durchgeführt. Die Opfer sterben qualvoll. Auch jüdische Frauen und Kinder fallen den Morden zum Opfer. Allein im Sommer 1941 mehr als 5000 Menschen.
Bis 1943 werden etwa 100.000 Ermordete in den Wäldern rund um Schitomir von den Besatzern verscharrt. Nach Kriegsende werden die ersten Massengräber geöffnet. Gedenkstätten wurden jedoch erst in den letzten Jahren errichtet. Schitomir war zweifellos, zumindest wird es also so überliefert, das Schlüsselerlebnis in der Vita des Robert Bernardis. Und möglicherweise war das ein Wendepunkt in seinem Verhältnis zum nationalsozialistischen System als solches. Blitzsieg im Blitzkrieg? Diese Hoffnung begraben Regen und Schlamm des russischen Herbstes. Die Erlebnisse in Schitomir führen bei Robert Bernardis zu einer psychosomatischen Reaktion in Form eines Zwölffingerdarmgeschwürs, weshalb er von der Front abgezogen wird und nach Berlin versetzt wird, wo das entsprechend behandelt werden sollte. Der Bendlerblock in Berlin. Hierher, in das Heeresamt des Oberkommandos der Wehrmacht, wird der frontuntaugliche Bernardis versetzt. Ab Juni 1942 ist er als Gruppenleiter für den Soldatennachschub an allen Fronten zuständig. Doch schon ab Sommer 1942 zeichnet sich der Anfang vom Ende ab. An der Wolgafront beginnt die Kesselschlacht von Stalingrad. Bernardis ist täglich mit enormen Verlustzahlen konfrontiert und muss die Gefallenen durch neue Soldaten ersetzen. Herr General, woher soll ich 5 Divisionen nehmen? Aus der Heeresgruppe Mitte. Wir haben dort enorme Verluste. Herr General, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Führerbefehl, jawohl. Heil Hitler, Herr General. Im Jänner 1943 haben die Rotarmisten die 6. Armee unter General Paulus eingekesselt. Hitler verbietet die Kapitulation. In Stalingrad sterben 150.000 Wehrmachtssoldaten, darunter 40.000 Österreicher. Je länger der Krieg dauert, desto wichtiger wird die Funktion von Robert Bernardis. Im April 1943 folgt die Beförderung zum Oberstleutnant. Anfang 1944 trifft Bernardis auf seinen Kameraden aus dem Generalstabskurs in Wien, Karl Bredun, wie Bernardis kriegsversehrt. Nach der Genesung wird Bredun auch in den Bendlerblock versetzt. Ich habe noch mal Glück gehabt. Ja, ich auch. Mein ganzes Korps ist in Stalingrad geblieben. Na, dann kannst du froh sein, dass du dieses Magengeschwür gekriegt hast. Ich weiß nicht mehr, über was man froh sein kann in unserer Zeit. Bredun ist im Bendlerblock für den Frontnachschub zuständig. Jedoch nicht für Soldaten, sondern für Kriegsmaterial. Ich bin ja noch einmal verwundet worden. Und ich kann dir sagen, das hat meinen Glauben an den Sieg nur noch gestärkt. Was macht dich da so sicher? Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Das haben wir den Bolschewiken voraus. Und was ist mit unseren Verlusten? Die Russen können noch Millionen mobilisieren. Jede verlorene Schlacht lässt sich durch eine gewonnene ersetzen. Wir können den Krieg noch gewinnen, ja. Robert. Ich sag nur Napoleon. Was Napoleon in Russland nicht glückte, sollte auch der Wehrmacht nicht gelingen. Im Jänner 1944 befreit die Rote Armee Leningrad. Die Ostfront ist nicht mehr zu halten. Doch Hitler verbietet den Rückzug. Im Bendlerblock hat Bernardis mittlerweile einen neuen Vorgesetzten bekommen. Oberst Klaus von Stauffenberg. Heil Hitler, Herr Oberst. Guten Morgen, Herr Oberstleutnant. Setzen Sie sich. Stauffenberg ist Stabschef im Allgemeinen Heeresamt. Ich habe Ihre Berichte gelesen, Bernardis. Sie führen darin aus, dass wir im Ostheer massive Fehlstellungen haben.
November 42 800.000 Mann. 1. April 43 1,2 Millionen Mann. Herr Oberst, ich habe lediglich unsere Verluste gegengerechnet mit den generalstabsmäßigen Erfordernissen. Halten Sie es für möglich, diese Verluste aus der Reserve wieder auszugleichen? Nein, Herr Oberst. Wir können nicht unser gesamtes Ersatzheer an die Ostfront verlegen. So ist es, Bernardis. Dennoch müssen wir alle unsere Pflicht erfüllen. Sehen Sie zu, dass Sie noch mal 100.000 Mann mobilisieren können. Jawohl, Herr Oberst. Danke, Bernardis. Herr Oberst? Stauffenberg hat beim Afrika-Feldzug ein Auge und die rechte Hand verloren. An der linken fehlen ihm zwei Finger. Doch mit Bernardis sollte ihn bald mehr verbinden als nur die Kriegsuntauglichkeit. Die Faszination, die von Stauffenberg ausging, die ist vielfach bezeugt. Er war offenbar ein Brückenbauer, ein Menschenfischer, jemand, der innerhalb von 30 Minuten Gespräch eine Entscheidung bei seinem Gegenüber herbeiführen konnte. Eine solche Entscheidung bahnt sich in Stauffenbergs Villa in der Berliner Tristanstraße an. Im Gegensatz zum Pendlerblock herrscht hier Gedankenfreiheit, Bernardis. Wenn Sie wissen, was ich meine. Wenn ich offen sprechen darf, Herr Oberst. Sie können sich vorstellen, dass ich mit der Art der Dinge, wie sie sich entwickeln, nicht einverstanden bin. Ich verstehe Sie. Sie zweifeln an unserer militärischen Führung, oder? Damit sind Sie nicht allein, Bernardis. Wir sind viele. Ich verhehle es nicht, auch ich war anfangs ein großer Verehrer von Hitler. Ein Sieg nach dem anderen. Nicht schlecht für einen ehemaligen Gefreiten. Aber jetzt, wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Sie meinen Rückzug? Ich meine, dass wir den Krieg beenden, Bernardis. Wenn ich nicht alles dafür täte, was in meiner Macht steht, könnte ich den Witwen und Waisen nicht in die Augen sehen. Was stellen Sie sich vor, Herr Oberst? Hitler muss beseitigt werden. Wir haben ein Eid auf ihn geschworen. Auf den Mann, der jeden Eid gebrochen hat. Soldaten sinnlos in den sicheren Tod treiben. Kriegsgefangene ermorden. Massenhinrichtungen hinter der Front. Das legitimiert den Eidbruch, Herr Oberstleutnant. Können Sie sich vorstellen, ein Attentat gegen Hitler zu unterstützen? Das wäre Hochverrat. So ist es. Darauf steht der Tod. Wer wagt, etwas zu unternehmen, muss damit rechnen, dass er in der deutschen Geschichte als Verräter dasteht. Wer es aber unterlässt, der ist ein Verräter am eigenen Gewissen, Bernardis. Herr Oberst, ich bin kein Attentäter. Davon ist hier nicht die Rede. Sie müssen es nicht selbst tun. Aber Sie können für unsere Sache von großem Nutzen sein. Sie sind Österreicher. Sie können bei den Kameraden in Wien viel für uns tun. An was denken Sie? Wir werden Walküre aktivieren. Walküre heißt der Plan des Regimes, um innere Unruhen durch das sogenannte Ersatzheer niederzuschlagen, das im Ernstfall gleichzeitig die Macht übernehmen soll. Stauffenberg will Walküre nun gegen die Staatsführung einsetzen. Da im Bendlerblock der Oberbefehl über das Ersatzheer angesiedelt ist, soll von dort aus das Regierungsviertel abgesperrt, Gauleiter, SS- und Gestapo-Spitzen sollen verhaftet und Konzentrationslager besetzt werden. Außerdem sollen die Berliner Rundfunksender und das Haus des Rundfunks eingenommen werden. Dieser Plan gilt für alle Wehrkreise, die über Fernschreiben aus der Bendlerstraße befehligt werden. Bernardis kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Am Tag des Attentats soll er Walküre im Wehrkreis Berlin-Umgebung, Frankfurt an der Oder und Potsdam auslösen. Gleichzeitig bereitet er im Wehrkreis 17, das ist Ostösterreich mit Wien, den Umsturz vor. Hier
Hier, im ehemaligen K&K-Kriegsministerium in Wien, war das Wehrkreiskommando 17 untergebracht. Robert Bernadis hat vor allem auch die Kontakte nach Österreich gepflogen. Da war er sowohl mit dem damaligen Hauptmann Karl Sokol als auch mit dem Stabschef des Befehlshabers im Wehrkreis 17, Oberst Heinrich Cotteret, in ständigem Kontakt. Während Karl Sokol in die Attentatspläne eingeweiht ist, wird dessen Vorgesetzter, Oberst Heinrich Cotteret, nur angewiesen, bei Ausgabe des Kennworts Walküre alle Befehle unverzüglich auszuführen. Wie stellten sich nun die Offiziere des Widerstands, denen heute im Bendlerblock eine Gedenkstätte gewidmet ist, die neue Staatsstruktur nach der Beseitigung von Hitler vor? Sie hatten keine präzise Vorstellung über den Staats- und Verfassungsaufbau. Sie waren nicht bereit, und ich glaube, das ging auch aufgrund ihrer Erfahrung nicht, ein System wie unseren westlichen parlamentarisch-demokratischen Verfassungsstaat zu konzipieren. In einem Brief an seine Frau schreibt Bernardis aus Berlin: Ich werde mit der Zeit doch ein recht wichtiger Mann in unserem schönen Hause. Was jetzt so an großen organisatorischen Dingen geboren wird, da bin ich der Hauptschöpfer. Dass ein Hitler an den Grauen gehen soll, dass sie da was vorgehabt haben, das habe ich gewusst. Aber nicht wann und wie. Und ich habe gesagt, ja du, das muss nicht gelingen. Ich möchte nur nicht so gern Witwe werden. Genau so habe ich gesagt. Und er hat gesagt, mir kann nichts passieren. Militärsuperintendent Karl Reinhard Trauner hat sich mit wichtigen Fragen wie Eidtreue und Eidbruch beschäftigt. Es hat immer wieder die Diskussion auch unter den Widerstandskämpfern gegeben, ist der Eid bindend oder ist der Eid nicht bindend? Und das ist ein sehr komplexer Gedanke, der dann aber immer stärker wird und wo man dann sagt, man bricht eigentlich den Eid nicht. Weil sozusagen der aus dem Eid herausgefallen ist, mit seinen Handlungsweisen ist nicht dann der Attentäter, ist nicht der Widerstandskämpfer, sondern eigentlich ist der den Eid bricht, Adolf Hitler, mit der menschenverachtenden und verbrecherischen Politik, die er betreibt. Mein Opa war für mich ein Held. Ja. Er wollte was ändern, ja, und hat sich dafür eingesetzt. Und ich glaube, er hat wohl gewusst, ja, wenn das schief geht, dass er mit seinem Leben damit bezahlt. Am 6. Juni 1944 landen die Westalliierten in der Normandie. Deutschland führt nun einen Krieg im Osten und im Westen, der nicht zu gewinnen ist. Die Zeit drängt. Walküre muss ausgeführt werden. Doch wie zum stark abgeschirmten Hitler vordringen? Da kommt der Zufall zu Hilfe. Mitte Juni 1944 wird Stauffenberg Chef des Stabes des Ersatzheeres. Nun hat er Zugang zu den Besprechungen in Hitlers Hauptquartier in der Wolfsschanze. Am 20. Juli um 11 Uhr trifft Stauffenberg dort ein, um Hitler mit zwei Sprengsätzen bei einer Lagebesprechung zu töten. Doch die findet nicht wie vorgesehen im Gästebunker statt, sondern in der Lagebaracke, einem freistehenden gemauerten Gebäude. Ein Nachteil, denn im Betonbunker wäre die Sprengkraft der Bombe ungleich höher. In der mit Fenstern und Türen versehenen Baracke hingegen kann der Druck der Bombe großflächig entweichen. Zudem wird die Besprechung um eine halbe Stunde vorverlegt. Stauffenberg und seinem Adjutant Heften bleibt nur wenig Zeit, um die beiden Pakete mit je einem Kilo Plastiksprengstoff scharf zu machen. Stauffenbergs Kriegsverletzung erschwert das Vorhaben. Herr Oberst, die Besprechung beginnt. Ich komme sofort. Stauffenberg kann nur einen Sprengsatz scharf machen. Es bleibt keine Zeit, ich nehme nur ein Paket. Das war natürlich insoweit ein Fehler, denn wenn er das Sprengstoffpaket in die Aktentasche zu dem zweiten Sprengstoff gepackt hätte, hätte natürlich der Sprengstoff auf das zweite Paket durchdetoniert und es wären beide Pakete explodiert. Als Stauffenberg den Besprechungsraum betritt,
platziert er die Tasche mit der Bombe etwa einen Meter von Hitler entfernt. Dann verlässt er den Raum. Die Bombe hätte in dieser Position verheerende Wirkung gehabt. Doch wenig später wird die Tasche von einem der Anwesenden ans Tischende gestellt und damit 3 Meter von Hitler entfernt. 24 Menschen befinden sich im Raum. Um 12.42 Uhr explodiert die Bombe. Ihre Sprengkraft erlebt Stauffenberg noch beim Verlassen des Geländes am Weg zum Flughafen. Er ist fest von Hitlers Tod überzeugt. Vom Glück aus Sicht Hitlers, vom Pech aus Sicht Stauffenbergs, war die Bombe abgedeckt durch das Tischbein und nach oben hin durch diese äußerst massive, starke Tischplatte aus Eichenholz. Wir haben das ausgerechnet. Der Abhaltewert der Druckwelle ist also hier durch den Tisch enorm gegeben. Wenn man sieht, das Wesentliche ist nicht die Menge des Sprengstoffes für die Erzielung des Spitzendruckes, sondern die Entfernung zum Sprengort. Nicht Hitler, sondern 4 andere starben. General Korten, Oberst Brandt, Generalleutnant Schmund und der Stenograf Berger. Mit Unterstützung des Bundesheeres soll erstmals gezeigt werden, was passiert wäre, wenn nicht nur 1, sondern wie vorgesehen 2 Kilogramm Sprengstoff explodiert wären. Dafür wird die Größe der Lagebaracke, die Stellung des massiven Eichentisches und die Position Hitlers originalgetreu nachgestellt. Diese Anordnung kommt den ursprünglichen Attentatsort sehr nahe, weil die Vorderfront unseres Versuchsgebäudes, die wir weggelassen haben, entspricht in etwa der Fläche der offenen Fenster. Das heißt also, wir haben hier durchaus reale Gegebenheiten. Mit Sensoren wird sowohl der Druck im Raum als auch die Einwirkung der Druckwellen auf Hitlers Körper gemessen. Nach Verlegen der Sprengleitung wird die Tasche mit den 2 Kilogramm Sprengstoff genau an jener Stelle platziert, wo Stauffenbergs 1 Kilo Sprengladung explodierte. Die Explosion wird mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt, um zu sehen, was in den entscheidenden 10 Millisekunden passieren wird. Während Stauffenberg einen Säurezünder verwendete, erfolgt die Sprengung jetzt mit einer Zündmaschine von einem Bunker aus. Hier, Sieger, damit ihr äußere Sicherheit. Fertig zum Zünden. 3, 2, 1, Zündung! So, Sicherheit herstellen. Es bleiben alle bitte herinnen. Die Explosion vermittelt den Eindruck, dass Hitler diesen Anschlag keinesfalls überlebt hätte. Man sieht also relativ deutlich in der Filmaufnahme, dass sich die Druckwelle sehr stark, fast kanalisiert, unter der Tischplatte aufbaut. Die Tischplatte hebt sich. Die Figur, die den Hitler dargestellt hat, bleibt auch relativ lange stehen. Ist auch, wie man in weiterer Folge gesehen hat, am Oberkörper ja die Puppe nicht beschädigt. Die daneben stehende Figur ist überhaupt stehen geblieben. Und die war also praktisch vom Hitler nur etwa 1,5 Meter entfernt. Die Tischplatte ist genauso zerstört worden wie die originale Tischplatte, nämlich das erste Drittel des Tisches zerstört, das zweite noch unbeschädigt. Den Druck unter der Tischplatte und den Druck im Bereich des Bauches von der Figur Hitler haben wir gemessen. Wir haben also unter den Tisch einen Überdruck also von 27 bar gemessen und über den Tisch einen Überdruck von 0,9 bar, das heißt mit dem Umgebungsdruck insgesamt also etwa 2 bar Druck. Das heißt, wir haben hier eigentlich festgestellt, dass
ja fast 90% des Druckes von der massiven Tischplatte abgehalten wurde. Das heißt, Hitler hätte in der Realität wahrscheinlich schwerere Verletzungen an den Beinen gehabt, hätte aber aus meiner Sicht 100%ig ohne wirklich schwere Verletzungen überlebt. Schließend aus diesem Video kann man davon ausgehen, dass es also sicher größere Weichteilverletzungen, Muskelverletzungen, Zerstörung des Integuments, also Zerstörung der schützenden Hautschicht, hätte es an den unteren Extremitäten gegeben. Aufgrund des Musters, wie die Verletzten gelegen sind und der Splitter, kann man sagen, vielleicht hätte es zu so einer schweren Verletzung führen müssen, dass also vielleicht eine Arterie geblutet hätte. Es wäre aber mal primär bei guter Erstversorgung zu überleben gewesen. Wäre die Tasche mit einem Kilo Sprengstoff dort stehen geblieben, wo sie Stauffenberg platziert hatte, wäre Hitler tot gewesen. Die um 3 Meter entfernte Position hätte 8 Kilo Sprengstoff benötigt. Fest von Hitlers Tod überzeugt, fliegt Stauffenberg zurück nach Berlin. Walküre wird jedoch erst nach seiner Rückkehr ausgelöst. Damit sind wertvolle 3 Stunden verloren. Nun wird auch Bernardis aktiv. Büro Oberstleutnant Bernardis? Ja, Sie haben richtig verstanden. Walküre ist auszuführen. Er löst im Wehrkreis 3, Berlin-Umgebung, Walküre aus. Ja. Ja, der Führer ist tot. Alle SS-Führer festsetzen und entwaffnen. Auch die Gauleiter, unverzüglich. Der kommandierende General im Wehrkreis 3 verweigert die Ausführung des Befehls, weil Generaloberst Fromm nicht unterschrieben hat. Sagen Sie, ihm wird nachgereicht. Alle Befehle sind unverzüglich auszuführen. Jawohl. Herr Oberstleutnant, jemand von der Panzergrenadierbrigade Cottbus möchte Sie sprechen. Stellen Sie es durch und machen Sie die Tür zu. Ja. Natürlich ist der Befehl gültig. Alle Panzereinheiten zur Absperrung des Regierungsviertels nach Berlin. Nein, Sie warten nicht auf den Befehl des Kommandanten. Es gelten nur die Befehle des OB-Ersatzherr. Zwar wird das Regierungsviertel in Berlin erfolgreich abgesperrt, doch die Besetzung des Berliner Rundfunkzentrums scheitert. Der Rundfunk sendet weiterhin von einer unentdeckt gebliebenen Sendeanlage im Keller. Schreiben Sie, die Reichsregierung hat den militärischen Ausnahmezustand ausgerufen. In dieser Stunde schwerster Not übernimmt die Wehrmacht die vollziehende Gewalt im Staat. Sag mal, Robert, das stimmt doch was nicht. Seit wann werden SS-Leute und Gestapo-Leute verhaftet, wenn auf den Führer ein Attentat verübt wird? Und überhaupt, der Führer ist gar nicht tot. Woher hast du das? Das haben sie eben im Radio gemeldet. Das kann nicht stimmen. Kommunikationsmängel waren die großen Schwachstellen des Umsturzversuchs vom 20. Juli. Im Bendlerblock gab es gerade einmal 4 Fernschreiber, um die 18 Wehrkreise zu alarmieren. Zudem mussten die Empfänger die Inhalte erst dechiffrieren. Damit zog sich die Auslösung von Walküre über Stunden hin. Zeit genug für das Regime für Gegenmaßnahmen. Im Bendlerblock erwartet man noch Meldungen über die Verhaftung von Propagandaminister Josef Goebbels. Für diese wichtige Aufgabe wird jedoch der regimetreue Major Rehmer ausgewählt, der von den Umsturzplänen keine Ahnung hat. Bei Rehmer war das offenbar der Fall, dass ihm Goebbels sozusagen umgedreht hat. Er hat ihm überzeugt, dass Hitler am Leben ist und dass die anderen Putschisten sind. Und das war halt dann ein springender Punkt für das Fehlschlagen der Aktion in Berlin. Tatsächlich wird Walküre nur in Wien und in Paris so umgesetzt wie geplant. Die Befehle sind aus Berlin gekommen und sind einmal an den Befehlshaber des Wehrkreises 17, das war der General Hans Kadel, Freiherr von Esebeck, ein Freund von Stauffenberg, der speziell auch für diese Aktion hier in Wien installiert worden ist. Der hat natürlich auf den ersten Blick gesehen, dass diese Befehle gefälscht waren. Und trotzdem sind diese Befehle dann im Wege des Oberstkotterei an die Truppenteile in Wien weitergegangen. Und das hat funktioniert.
Im Wehrkreiskommando am Stubenring werden der stellvertretende Wiener Gauleiter, zwei Gestapo-Chefs, der höhere SS- und Polizeiführer und andere NS-Prominenz verhaftet. Es war für uns selbst unverständlich, dass Walküre in einem Maße geglückt war, wie wir uns selber es nicht vorgestellt hatten. Der in die Umsturzpläne nicht eingeweihte Oberst Caudray fragt bei Stauffenberg an, ob die Befehle auch gültig seien. Ja, Caudray, alle Maßnahmen umsetzen. Die Herren festhalten und entwaffnen. Jeder Widerstand muss sofort gebrochen werden. Ja, weitermachen. Nein, das ist kein Irrtum, Caudray. Hitler ist tot. Alle unsere Befehle sind unverzüglich auszuführen. Ich verlasse mich auf Sie. Allmählich setzt sich im Bendlerblock die Gewissheit durch, dass das Attentat auf Hitler gescheitert ist. Auch bei beteiligten Generälen. Gegen 20 Uhr verlässt Generalfeldmarschall von Witzleben den Bendlerblock. Er war von den Verschwörern als neuer Oberbefehlshaber der Wehrmacht vorgesehen. Gegen 21 Uhr trifft in Wien noch ein letztes Fernschreiben ein. Darin sind die künftigen politischen Beauftragten für den Wehrkreis in Ostösterreich genannt. Der Sozialdemokrat und ehemalige Wiener Bürgermeister Karl Seitz und Josef Reiter, ehemals christlich-sozialer Bauernfunktionär. Also diese beiden Vertreter großer österreichischer Parteien sollten dann sozusagen die neuen zivilen Machthaber nach einem Umsturz sein. Und diese Kontakte sind natürlich auch über die Schiene Robert Bernardis gelaufen. Die Nominierung dieser Persönlichkeiten erweckte nun in mir den Eindruck, dass Dinge vor sich gehen schienen, die mit einem Aufstand oder mit einem Putsch der Partei nicht gut in Einklang zu bringen waren. Wie ging es dann weiter? Was geschah dann? Es kam dann auf meinen Apparat ein Anruf des Generalfeldmarschalls Keitel. Der Feldmarschall war sehr empört, nahm mich also hart an und fragte, ob ich verrückt geworden sei und er würde mich vor ein Kriegsgericht stellen und ähnliche Dinge. Daraufhin lässt Caudray in Wien alle Verhafteten wieder frei. An Sokol geht der Befehl, die Alarmierung des Ersatzheers aufzuheben. Ich muss Ihnen heute nach mehr als 25 Jahren gestehen, Herr Caudray, dass ich diesen Befehl erst Stunden später ausgeführt habe, am nächsten Morgen, als alles zu Ende war. Das ist mir neu. Aber ich kann Sie natürlich nach so langer Zeit heute nicht mehr zur Verantwortung ziehen. Auch im Bendlerblock zeichnet sich nun endgültig das Scheitern des Staatsstreichs ab. Bernardis fordert Mitverschwörer mit Codeworten zum Rückzug auf. Zurück in die alten Löcher. Hektik und Stress erzeugen bei Bernardis heftige Schmerzen, verursacht durch sein Magengeschwür. Im Bendlerblock ist mittlerweile die Gegenrevolte in Gang. Laut Zeugen war Karl Bredun einer der ersten, die sich bewaffneten, um den Aufstand niederzuschlagen. Für oder gegen den Führer? Oder gegen den Führer? Frag nicht so blöd, Charlie. Auch Stauffenberg wird verhaftet und kurz darauf standrechtlich erschossen. Eine ganz kleine Clique, ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung aufzuhauen. Der Kreis, den diese Usurpatoren darstellen, ist ein denkbar kleiner. Er hat mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen Heer gar nichts zu tun.
sind ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Nun läuft der Repressionsapparat an, ebenso die Sippenhaftung. Da habe ich im Radio gehört, 20. Juli, dass das schief gegangen ist. Ich bin mit den Kindern dann nach Linz. Kaum war ich in Linz, ist ein Gestapo-Mann gekommen und hat mich verhaftet. Dann bin ich nach Berlin verschoben worden, das heißt nach Ravensbrück. Hermine Bernardis wird von ihren beiden Kindern getrennt. Zuerst waren wir in einem schrecklichen Lager. Nur auf Papier sind wir gelegen am Boden. Und dann bin ich in den Einzelblock gekommen. Da waren nur politisch Gefangene. Am 7. August 1944, an seinem 36. Geburtstag, steht Robert Bernardis hier mit anderen Angeklagten vor Roland Freislers Volksgerichtshof. Ein Blutgericht, ein Schauprozess, Justizterror. Der Auftritt der Verschwörer in Zivilkleidung soll deren Entfernung aus der Wehrmacht zum Ausdruck bringen, ebenso ihre Vogelfreiheit. Dazu kommt die Demütigung durch Freisler. An die vielen Morde. Morde? Sie sind ja... Gegenüber Bernardis bleibt Freisler vergleichsweise ruhig. Der Oberstleutnant gesteht seine Schuld. Ich darf sagen, dass ich mir bewusst bin, dass ich durch das Mithören, Aufnehmen und nicht melden der Dinge, die im Planen waren, wer die Schuld auf mich geladen habe. Ich habe Sie, die Aussagen, immer gesehen als verzweifelten Wunsch, das eigene Leben zu schonen und zu erhalten. Ich kann diese Tatsache nur damit, dass es so weit gekommen ist, von mir selbst nur damit begründen, dass ich von der Person des Grafen Stauffenberg, ich darf es ruhig so sagen, überzogen war. Das ist keine Entschuldigung, das ist lediglich eine Feststellung. Ich glaube, dass man das niemandem vorwerfen kann, wenn er vor so einem Tribunal eines mörderischen Staates steht, dass er sich bemüht, sozusagen noch für sich das Beste herauszuholen. Am 8. August wird Bernardis wie seine Mitangeklagten zum Tode verurteilt und nach Berlin-Plötzensee überstellt. Sie sollen hängen wie Schlachtvieh, befiehlt Hitler. Das geschieht mit auf Fleischerhaken befestigten Stricken. Noch am 8. August um 17.37 Uhr wird Robert Bernardis gehängt. Bis Kriegsende werden in Plötzensee 89 Mitverschwörer hingerichtet. Der Vater tot, die Mutter seit Ende August im KZ Ravensbrück. Als Hermine Bernardis nach 6 Wochen entlassen wird, fehlt von ihren Kindern jede Spur. Sie wurden, ebenso wie andere Kinder der Attentäter, nach Bad Sachsa bei Göttingen gebracht. Die Idylle täuscht. Das Heim ist ein Lager, die Kinder sind von der Außenwelt abgeschirmt und auch von ihren Geschwistern getrennt. Jetzt bin ich zur Gestapo und habe gesagt, ich meine, meinetwegen erschießen sie mich, aber ich will meine Kinder haben. Und es hat Monate gedauert und eines Tages sind sie mir gebracht worden, sind 2 Rotkreuzschwestern gekommen und haben die Kinder gebracht. Meine Tochter war damals 6 Jahre. Sie hat mir gesagt, wo sie waren. In der Nähe von Bad Sachsa, in einem Kinderheim.
Verfolgung, Verhaftung, Hinrichtung. Die Rache des Regimes setzt sich bis Kriegsende fort. Heinrich Caudray, der nur Befehle befolgte, wird am 22. Juli nach Mauthausen deportiert. Sein Aufnahmeantrag ins Bundesheer der Zweiten Republik scheitert. Bis zu seiner Pensionierung arbeitet er als Zivilschutzreferent im Innenministerium. Er stirbt 1977. Karl Sokol entgeht der Verhaftung, weil ihn niemand verraten hatte, auch nicht Robert Bernardis. 2005, ein Jahr nach seinem Tod, ehrt ihn das Bundesheer mit einem Denkmal in der Wiener Rossauer Kaserne. Karl Predun wurde am 1. August 1944 für seine Verdienste bei der Niederschlagung des Staatsstreiches zum Oberst befördert. Nach dem Krieg wird er Generalsekretär der Vorarlberger Illwerke. 5. Mai 1945. Linz wird von den Amerikanern befreit. Auch die Familie Bernardis. Was jedoch bleibt, ist die Kontinuität der Stigmatisierung. Es war für beide Kinder ein ganz einschneidendes Erlebnis. Vor allem deshalb, weil sie auch Kinder eines Verräters genannt wurden. Das war damals die allgemeine Stimmung. Er hatte den Eid gebrochen. Und das versteht man dann als Verräter in der Wehrmacht. Die Oma hat in Österreich keine Rente bekommen. Ne? Aber erst dann in Deutschland von der Stiftung 20. Juli, wie das dann angefangen hat, wo man erkannt hat, er hat was getan dafür, hat sie dann eine Pension bekommen. Es dauert lange, bis in der Tovare-Kaserne in Enns, in der Robert Bernardis seine Ausbildung absolvierte, seiner gedacht wird. Erst 2004 wird hier das erste und bislang einzige Denkmal für Bernardis in Österreich errichtet. Im Bundesheer blieb er lange Opfer bewussten Vergessens. Also der Widerstand ist in Nachkriegsösterreich generell verschwiegen worden. Es hat andere Probleme gegeben, der Wiederaufbau des Landes, das Zurückfinden in die demokratische Struktur. Daher war Thema Widerstand tabu. Dieser Riss, der durch den Granitblock geht, soll die Zerrissenheit der österreichischen Gesellschaft angesichts des Themas Widerstand gegen Hitler symbolisieren. Im Bundesheer der Zweiten Republik, vor allem in den Anfängen, dienen fast ausschließlich Offiziere, die aus der Wehrmacht kommen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und die haben natürlich die Tradition fortgesetzt, mit dem Thema Widerstand nicht in Berührung zu kommen, weil sie ja damit selber vor die peinliche Frage gestellt worden wären: Wie hast du es mit dem Widerstand gehalten? Trautenberg engagierte sich neben der Denkmalerrichtung auch für die Benennung einer Straße in Linz. Das geschah 1994. In Hannover wurde bereits 1985 eine Straße nach Bernardis benannt. Meine Großmutter hat immer gesagt, euer Großvater, nicht mein Mann. Und erst wie dann 1994, 2004 und 2008 die Ehrungen waren, merkten wir, wie sie dann sprach von Robert, dass sie ihren Mann sozusagen verziehen hatte und stolz auf ihn war. Die Bedeutung der Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 wurde in Österreich lange Zeit verkannt. Wenn es den Attentätern gelungen wäre, den Krieg zu beenden, dann hätte etwa die Hälfte der Menschen, die im Zweiten Weltkrieg zu Tode gekommen sind, überlebt. Seine Asche wurde ja damals in alle Winde verstreut. Es gibt keine Erinnerung. In unserer Familiengruft ist zwar eine Tafel, aber wie gesagt, sein Leichnam ist eben nicht da. Ich glaube, den Opa wollte man eigentlich von der Geschichte total auslöschen aus dieser Zeit. Ne? Also es liegt schon irgendwo der Schatten drüber.